Lass uns mal über ein Thema sprechen, was vermutlich absolut nichts Neues für dich ist. Und dennoch, bevor ich dir verrate, worüber ich mit dir sprechen möchte, Einladung, hör hin, als wenn du das zum allerersten Mal hören würdest. Und zwar geht es um das liebe Thema Dankbarkeit. Vielleicht schreibst du schon ein Dankbarkeitsbuch jeden Tag, vielleicht schreibst du es ab und zu, vielleicht hast du es mal gemacht, hast wieder das ACTA gelegt, weil du denkst, aufgrund von Erfahrungen funktioniert eh nicht oder was auch immer. Oder vielleicht denkst du einfach nur morgens so ein paar Dinge. Naja, wofür könnte ich heute dankbar sein? Wie dem auch sei. Dankbarkeit ist nichts Neues für dich. Und dennoch, es ist so ein hilfreiches Thema, um sich das Leben zu erschaffen, was man wirklich gerne hätte. Wir sind aufgrund verschiedener Gegebenheiten so sehr dazu geneigt, unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Sei es, dass der Kontostand nicht so ist, wie wir es gerne hätten, sei es, dass der gesundheitliche Zustand nicht so ist, wie wir es gerne hätten, sei es die Partnerschaft oder die familiäre Situation oder die berufliche Situation, in welchem Bereich auch immer, der Fokus ist so sehr darauf gerichtet, auf den Dingen, die noch nicht so sind, wie wir es eigentlich gerne hätten, wo wir einfach unzufrieden sind. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Jegliche Form von Unzufriedenheit ist auch gleichzeitig eine Form von Undankbarkeit. Und jegliche Undankbarkeit und Unzufriedenheit senden Mangel ans universelle Feld. Und was sagt das Universum zu allem, was wir aussenden? Ohne es zu bewerten und zu beurteilen, ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Und mein gesundheitlicher Bereich. Wenn ich unzufrieden bin mit meiner gesundheitlichen Situation, hol mir einfach mal Beispiel Gewicht. Ich bin unzufrieden mit meinem Gewicht, weil ich denke, naja, so 10 Kilo dürften es weniger sein oder 5 Kilo. Was sende ich aus? Dinge, mit denen ich unzufrieden bin. Und dann wundere ich mich, warum ich mich morgens auf die Waage stelle und es ist schon wieder 1 Kilo mehr. Letzten Endes kann ich auch meine Aufmerksamkeit dahingehend ändern, dass ich mal an meinem wunderbaren Körper sehe, was da wunderbar ist. Sei es die gesundheitliche Situation, dass alle Zellen und Organe zu jeder Zeit wissen, was zu tun ist. Wenn ich was trinke, wenn ich was esse und, und. Also es ist immer ja alles nur eine Fokusänderung. Oder wenn tatsächlich eine Disharmonie, ein Krankheitsbild, eine Krankheit diagnostiziert wurde, in meinem Sprachjargon ist das mehr eine Disharmonie, dann ist ja nicht der ganze Körper zu 100% krank, sondern dann gibt es ja immer noch einen ganz großen Teil Bereiche im Körper, die gesund sind. Also richte ich darauf die Aufmerksamkeit, statt unzufrieden mit der gesundheitlichen Situation zu sein, dann sende ich das auch ans universelle Feld aus und das matcht einfach. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich von Unzufriedenheit zu lösen, zu switchen und die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, wofür du dankbar sein kannst. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, diese Dankbarkeit auch zu fühlen. Also nicht einfach nur zu denken, ich bin dankbar dafür, auch für die kleinsten Dinge. Ich bin dankbar, dass ich sehen kann. Ich bin dankbar, dass ich in den Himmel blicken kann. Ich bin dankbar, dass ich riechen kann. Ich bin dankbar, dass ich schmecken kann und, und. Also auch die Dinge, die so selbstverständlich sind. Und das auch zu fühlen, mal ganz kurz, um noch mehr in dieses Gefühl der Dankbarkeit reinzukommen. Was mir da die erste Zeit sehr geholfen hat, war, dass ich einfach hier Thymusdrüse geklopft habe und erstmal so ein paar Mal gesagt habe, bevor ich mein Dankbarkeitsbuch geschrieben habe, danke, 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 danke. Und dann erst das Dankbarkeitsbuch geschrieben habe und geschaut habe, dass ich jeden Tag, und das mache ich bis heute, wirklich Dinge aufschreibe, nicht immer nur das Gleiche, sondern für die ich in dem Moment einfach dankbar bin. Und auch begründe, warum ich dafür dankbar bin. Ich bin dankbar, dass ich Kleider im Kleiderschrank habe, die ich tragen kann, damit ich nicht frieren muss. Als Beispiel, ja, also was, damit du mal erkennen kannst, was ich mit der Begründung meine. Also vielleicht fühlst du dich jetzt eingeladen, mal
Dankbarkeitsbuch dahingehend zu schreiben, dass du jeden Tag auch wirklich ins Fühlen reinkommst und jeden Tag auch begründest, warum du für das entsprechende dankbar bist, das sein kannst, und das noch zu verstärken und dann dich darin zu üben, das auch in den Tag mit zu integrieren, weil es nutzt nichts, wenn ich morgens eine Viertelstunde mich mit meinem Dankbarkeitsbuch beschäftige und für den Rest des Tages wieder in die Undankbarkeit, in die Unzufriedenheit schlittere und damit Mangel aussende. Ja? Also, Einladung. Üb dich in der Dankbarkeit, auf diesem Weg es wirklich zu fühlen, es auch zu begründen und auch mal die vielen Dinge zu sehen, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was so selbstverständlich ist. Und dann wirst du staunen, wie rascher das Universum in Bewegung kommt und dir deine Lebenswirklichkeit erschafft auf eine Art und Weise, wie du es wirklich gerne hättest. Wenn du dir da Unterstützung wünschst, schau gerne in der Nähe von dem Video, da gibt es einen Link, klick drauf und schau, was dich da anspricht, wie ich dich begleiten kann, wie wir dich begleiten können und lauf auf deinen ersten Impuls und dann sehen wir uns möglicherweise in einem der Mentorings, wo wir dann gemeinsam uns auf die Reise deines Seelenplans begeben, deiner wahren Größe, deiner Stärke oder was auch immer. Da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.